Es ist der 16. August 1993. Die Sensation auf der IAA. Mit den Worten, tja, meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber dieses Auto hier war mal eine Dose, wurde eine neue Generation Auto vorgestellt. Gemeint war damit der Audi Space Frame und der Erfinder dieser Dose ist heute bei uns zu Gast. Heinrich Timm, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf, ja. Auch wenn dieses Kompliment wahrscheinlich nicht so schön ist, Dosenauto. Aber dieses Dosenauto wurde 93 vorgestellt. Die Idee dazu, die Geburtsstunde, war allerdings 11 Jahre früher, nämlich 1982. Herr Timm, wie sind Sie auf die Idee gekommen, den guten massiven Stahl durch diese Dosentechnik auszutauschen? Diese Technik war Dosentechnik. Diese Technik war natürlich mehr als nur Dosentechnik. Sie war auch die das High-Tech-Niveau für die gesamte Luft- und Raumfahrt. Gleichzeitig war es aber auch die Technik für Kochtöpfe. Zwischen diesem Spagat musste wirklich viel Pionierarbeit betrieben werden, bis daraus ein Auto werden konnte. Mhm. 82 ging es quasi los, kam der Auftrag zu Ihnen, haben Sie gleich gesagt, super tolles Thema, kann ich mir gut vorstellen, dass ich aus Aluminium eine Karosserie baue, oder haben Sie gesagt, was wollen diese Menschen von mir? Nein, das Thema war ein sehr reizvolles Thema. Ob es zum Ergebnis führt, konnte natürlich kein Mensch ahnen. Zu dem Zeitpunkt, erstmal zu dem Startpunkt. Der Start wurde ausgelöst durch die Firma Alcoa, Aluminum Company of America, die eine Studie dem Dr. Piech vorstellte. Dr. Piech war zu dem Zeitpunkt der Entwicklungsvorstand bei Audi. Die da sehr viel Gewichtsreduzierung versprach. Und Dr. Piech war ein Visionär und ein Pionier, war es und ist es, sah darin einen großen Reiz. Damit kann man endlich die Autos bauen, die er sich vorstellte, dynamisch und effizient, sprich verbrauchsarm im selben Auto. Und er war es gewohnt und ich war es gewohnt, dass sich all die Aufgaben, die von Fachleuten als geht sowieso nicht bezeichnet wurden, bei mir landeten. Und so war auch dieses nicht ungewöhnlich, dass er gebeten hat zu analysieren, ist es möglich oder nicht möglich. Mhm. Sie haben es gerade selber gesagt, Aluminium, damals noch dieses Druckgussaluminium, sehr porös, so eher Kochtopftechnik, eher Dosentechnik. Und Sie haben trotzdem gesagt, ich nehme die Herausforderung an, ich baue daraus ein Auto. War das so ein bisschen eine Icarus-Mission von Ihnen? Nein, keine Icarus-Mission, weil man kann die Dinge alle sauber analysieren. Und meine Art zu arbeiten und analysieren war immer sehr pragmatisch. Sprich, es war dieses ganz große Hindernis, den recht weichen Werkstoff Aluminium. Er hat ein Drittel Elastizitätsmodul zu Stahl und Automobile, Karosserien sind im Wesentlichen steifigkeitsdimensioniert, früher mehr als heute. Durch die vielen Crash-Ansprüche kommt auch Festigkeitsanspruch dazu. Und dieser Steifigkeitsanspruch braucht und verlangt einen hohen Elastizitätsmodul. Und da hatte Aluminium nur ein Drittel zu Stahl und das schien unüberwindbar. War auch schon von einigen Firmen probiert worden. Es wurden keine Lösungen gefunden durch dieses weiche Material und damit auch weiche Auslegung des Autos. War das ganz große Problem, die Autos waren extrem viel zu laut. Mhm. Das war ein Grundproblem, die Lautstärke. Wie sind Sie da vorgegangen, um diese, weil es ist ja doch entscheidend bei einem Auto, man möchte ja nicht drin sitzen und Lärm haben, wie wenn man in einem Traktor sitzt. Für mich war Beginn der ganzen Analyse, Kompensationsmöglichkeiten für den kleinen E-Motor zu finden. Damit schloss er sich für mich auch sehr schnell aus, ich kann und darf nicht substituieren. Ich kann nicht vom Stahlblech zum Aluminiumblech wechseln. Ich brauche ein materialgerechtes neues Bauprinzip. Wie sieht es aber aus, weiß ich noch nicht. Dann ging es pragmatisch vor. Es war 1982 ja auch der Beginn, Automobile mit der finanziellen Elementmethode auszulegen. Und da hatten wir mit dem damaligen Audi 100 C3, der CW-Weltmeister, ein erstes komplettes FWM-Modell. Und statt wie die meisten Naturwissenschaftler und Theoretiker, sie fangen erstmal an zu optimieren, habe ich gar nicht optimiert, sondern schlicht einfach mal alle Knoten in diesem Modell steif gesetzt, ohne geometrische Anpassung.
Naturwissenschaftler ist in dem Moment ein ganz gutes Stichwort. Sie sind ja von Haus aus Landwirt, haben Sie erzählt. Und die Natur hat auch eine ganz entscheidende Rolle gespielt bei diesem neuen Baukonzept. Genau genommen das hier, das ist eine Weizenähre. Herr Timm, was hat die mit Leichtmetallbau? Also mit einem Auto kann ich im Moment noch nicht in Verbindung bringen, ehrlich gesagt. Nein, es sind auch viele bionische Prinzipien am Ende draus geworden. Darf ich kurz den Satz noch ergänzen? Ja, natürlich. Dieses Steifsetzen aller Knoten brachte 30% Gesamtsteifigkeitsverbesserung in etwa. Und damit war der Bedarf, Knoten in alle Eckbereiche zu setzen, gegeben. Und das Zweite war in den Profilen, möglichst in dem vorhandenen Package-Raum große Querschnitte. Das heißt, Steifigkeit ist Elastizitätsmodul mal Trägheitsmoment für Wiegesteifigkeiten, das Trägheitsmoment zu vergrößern. Da kamen die Strangprofile heraus. Und das gab dann diese Kombination Druckgussteile und Strangprofile. Und das ist dann wieder logischerweise das, was wir gerade hier in der Hand haben, eben das bionische Prinzip auch eines Strohhalms oder Ackerschachtelhalms. Was ist dabei? Ein Halm, der sehr lang ist und einen sehr dünnen Durchmesser hat, würde bei der leichtesten Belastung knicken. Er steht aber trotzdem in der Regel schön bis zur Reife auf dem Feld. Und das auch hier kann im Studio? Das kann er nur deshalb, weil er immer wieder einen Knoten, eine gewisse Länge, der nächste Knoten, wieder eine gewisse Schaftlänge, dieses Schaftknoten, das ist das bionische Prinzip Steifigkeit eines Weizenhalmes. Und das macht auch ein Audi Space Frame, dieses Aluminium Space Frame, so extrem steif und sicher. Sie haben quasi diese ganze Technik in das Auto auf die Karosserie übertragen, nämlich Knoten und Schaftprinzip, wenn man es zusammenfassen kann. Das war so der Grund. Die Gesamtstruktur hat Knoten und Schaft, das heißt Strangprofil und Druckgussknoten. Und dann bleiben natürlich freie Flächen übrig. Die sind dann mit Aluminiumblechen geschlossen worden. Und da sind auch Bleche optimal eingesetzt, weil als Schubflächen zwischen den Rahmenstrukturen wirken sie natürlich optimal. Also die Space Frame der Natur haben wir hier. Es wird aber auch immer was anderes mit dem Space Frame in Verbindung gebracht, nämlich dieses Teil hier. Das ist eine Bienenwabe. So, jetzt müssen Sie, glaube ich, mal Aufklärungsarbeit leisten. Wieso wird das denn immer mit dem Audi Space Frame vielleicht auch fälschlicherweise in Verbindung gebracht? Die Bienenwabe ist ein ganz wunderbares Leichtbauprinzip. Überall dort, wo ich Sandwich-Konstruktionen baue, das heißt steife Platten mit sehr wenig Gewicht, da ist die Wabe fantastisch. Und sie hat ein Prinzip, das sehr wohl auch übertragbar ist auf einen Gussknoten oder auf einen Space Frame. Sie setzt Material nur dort ein, wo Material gebraucht wird. Und dieses Prinzip haben wir als topologisches Prinzip in allen Gussknoten ebenfalls angewandt, nur nicht abgeschaut von der Bienenwabe, sondern abgeschaut von belastbaren, ja, großen Knochen, wie zum Beispiel einem Elefantenschädel. Wenn Sie den von innen betrachten, dann sehen Sie einen total verrippten Knochen von innen. Und diese Rippen, die verlaufen scheinbar beliebig und sind auch unterschiedlich hoch und dick, ist aber gar nicht beliebig, sondern hier hat die Natur auch dort Knochensubstanz hingebracht, wo Kraft als Belastung auftritt. Und das ist genau das Prinzip unserer Druckgussknoten. Material nur dort, wo es gebraucht wird. Insofern, dieses Material nur dort, wo es gebraucht wird, das können wir übertragen. Die Struktur selbst aber entspricht mir dem Elefantenschädel. Den bringen wir dann nächstes Mal hier ins Studio, wenn Sie zum nächsten Mal da sind. Aber das klingt ja eigentlich relativ simpel im Prinzip, so wie Sie es jetzt gerade erzählen. Man nimmt an der Stelle Material weg, auf dem keine Last drauf drückt sozusagen, und man verstärkt so ein bisschen noch die Druckgussknoten. So einfach war es aber nicht, wie Sie es jetzt erzählen. Es gab da ganz andere Probleme. Es ist alles richtig? Sehr simpel, wenn man weiß, wie. Nur das Dahinkommen zum Wie, das ist nicht ganz einfach, nein. Aber wie gesagt, es war dieses ganz pragmatische Drangehen, wie kann ich den E-Modul kompensieren? Und das Komplizierte war dann diese Technologie Aluminium-Druckgussteile auch wirklich fahrzeuggerecht von ihrer Funktion hier auslegen zu können. Und Sie erwähnten es vorhin schon, diese Aluminium-Druckgussteile waren 1981, 82 üblicherweise Teile mit Bruchdehnung von 1%.
Und ich war natürlich weltweit unterwegs und suchte kompetente und visionäre Menschen, die bereit wären, auch einen Doktilen. Und die Sie nicht verrückt erklären, wenn Sie mit dieser Idee kommen. Richtig. Aber hier war sich wirklich die gesamte Wissenschaft, Metallurgen und Physiker, alle einig, es wird nie mehr als 3% Bruchdehnung für Druckguss auf dieser Welt geben. Und mit 3% Bruchdehnung darf ich keinen Druckguss in eine Karosseriestruktur verbauen, denn sie muss auch einen Missbrauch, wie zum Beispiel einen Crash, überstehen. Sie sind aber jemand, der sich mit einem Nein nicht zufrieden gibt. Das heißt, Sie sind dran geblieben, offenbar auch erfolgreich, wenn man jetzt so in Retrospektive drauf schaut. Wie haben Sie es dann geschafft? Wen mussten Sie überzeugen und wie konnten Sie die Leute überzeugen, dann doch dieses stabilere Automobilaluminium zu entwickeln auch? Ich bin dann mit einem Nein nie einverstanden, wenn ich weiß, dass es gibt aber einen klaren Bedarf. Die Welt braucht es. Und dann ist meine Erfahrung auch über die, ich war am Ende über 40 Jahre Automobilentwickler, wenn es absolut gebraucht wird, findet man auch Lösungen. Wen muss ich überzeugen? Ja, einen Technologiepartner, der bereit ist, mit einzusteigen. Und Dr. Piech gab mir die Freiheit, auf der Welt einen Aluminiumkonzern zu suchen, der mithilft, dieses zu tun. Den konnte ich nicht finden. Da waren sich alle einig, es nicht zu tun. Und eigentlich habe ich die Firma Alcoa am Ende dann mehr oder weniger doch erpresst, indem ich ja ihre angebliche Top-Kompetenz in Aluminiumentwicklung etwas in Frage stellte, wenn sie nicht einmal bereit wären, es zu versuchen. Dreistigkeit siegt. Sie haben sich dann doch entschlossen, Ihnen beizustehen und mit Ihnen dieses Aluminium für das Automobil zu entwickeln. Der Alcoa-Vorstand hat sich dann dafür entschieden, es versuchen zu wollen, wenn ich dann absolut nicht bereit bin, andere Wege zu gehen. Wobei die eigentlichen Spezialisten haben auch in Alcoa dieses nicht akzeptiert. So haben wir also mit einem kleinen Team gestartet, ein Team von Menschen, die alle nicht wussten, dass es geht, aber alle bereit waren, es zu probieren. Also Sie waren überzeugt davon. Sie sind auch weiterhin überzeugt gewesen, es gibt einen Weg. Jetzt war es aber so, Sie mussten ja erst mal jahrelang das Material quasi erst mal entwickeln und testen. Und Sie haben es dann tatsächlich geschafft, eine Form vom Aluminium zu finden, die einen Automobilbau, einen Karosseriebau ermöglicht. Dann war 1987 der sogenannte D-Day, da haben Sie dann Ihren ersten Prototypen getestet. War das ein Tag voller Freudentränen oder voller Enttäuschungstränen dann? Ehrlich gesagt, Tränen gab es gar keine, aber Freude gab es. Freude gab es, das ist schon mal gut. Ja, nein, man muss sich das vorstellen, ist ja nicht ein Managen dieser Technologie, sondern es ist wirklich das pioniermäßige Entwickeln der Technologie. Sprich, ich war auch auf allen kleinen Zwischenschritten immer selbst und persönlich dabei. Jeder Gießversuch, den wir üblicherweise im ATC, das ist in Pennsylvania, in den USA, bei Alcoa durchgeführt haben, war ich vor Ort, um auch direkt auszuwerten, die nächsten Schritte zu definieren. Dann waren endlich die Teile da mit den richtigen physikalischen Werten, die wir brauchten. Dann kam der ZSB, auch den ZSB. Ja, eine Entwicklergeneration meiner Art saß nicht irgendwo in der Ferne und ließ dann andere bauen, sondern auch da waren wir natürlich und ich täglich mit vor Ort, um immer noch zu schauen, was ist optimierbar, dass wirklich das Optimum im ersten Schuss rauskommt. So ist man also gewachsen mit dem ganzen Gebilde und ja, dann hat man natürlich schon eine Identifizierung mit dem Ganzen, dass man dann diesen Test, wenn er dann so gut besteht, wie er bestanden hat, wirklich mit großer Freude erlebt. Ja. Das heißt, 87, Sie haben das getestet, Sie haben es so ein bisschen schon mal erwähnt im Vorgespräch. Das ist schon ganz schön viel, was so eine Karosserie aushalten muss. Und es war dann so, war der Space Frame besser, schlechter, gleich gut wie die Vorgängermodelle aus Stahl? Was war das Ergebnis von Zum Thema Test? Aushalten, Ihr Stichwort. Da sind 12 Hydraulikzylinder, die an den 4 Radpunkten wirken. Und wenn Sie an diesem Prüfstand stehen, Sie können sich nur die Ohren zuhalten. Es ist ein Lärmpegel und Sie glauben, es zerreißt das ganze Auto.
tut es in der Regel auch bei ersten Prototypen, zu dem damaligen Zeitpunkt zumindest. Dieses erste Space Frame Karosseriegebilde hat nur ganz wenige, sprich konkret 9 kleine Anrisse gehabt. Und normalerweise wuchsen, hat man wie viel ungefähr? Zu dem Zeitpunkt hatten erste Stahlprototypen ganz normal so 120, 150 Risse und das Auto war Schrott. Und dann begann die Optimierungsphase. Das habe ich natürlich auch erwartet. Jetzt werde ich die große Überraschung erleben. Natürlich auch erstmal ein zerlegtes Auto, Aluminiumauto, und wo kann ich dann optimieren? Aber da war die große Überraschung, das war wirklich die Überraschung, 9 Anrisse und sie standen und das Auto blieb heil und ging nicht kaputt. Geben Sie es zu, Herr Timmer, an dem Tag sind Sie durchgelaufen, haben sich erstmal feiern lassen und vor allem den Leuten im Controlling, im Einkauf erstmal gesagt, seht mal, Freunde, es geht doch. War das so? Ein bisschen. Ein bisschen und gleichzeitig natürlich, das ist der Ingenieur, der immer fragt, wie so anders, warum so gut. Auch das braucht ja Erklärungen und ja, die haben wir dann auch schnell analysiert. Und dann wussten wir, dass wir mit Aluminium ganz gewiss auch in die Großsäge gehen können. Die Lebenshaltbarkeit ist uneingeschränkt bis besser. Aber es war doch schon so, also kennt man ja häufig, wenn es um neue Entwicklungen geht, erstens mal kostet Forschung, kostet Entwicklung, gerade wenn es über Jahre geht, ein Material nochmal neu erfunden werden muss, eine neue Bautechnik, das kostet ja alles Geld. So richtig erfreut waren dann doch nicht alle in dem Konzern, dass sie diese, ich nenne es nochmal die Blechdosen-Idee, tatsächlich versuchen umzusetzen. Oder haben Sie da von allen Seiten Unterstützung bekommen? Die Skepsis ist grundsätzlich groß. Und das hat sich nicht geändert, die Bereitschaft zu ändern, wenn dann noch ein Risiko, großes Risikopotenzial dran hängt, ist in der deutschen Wirtschaft weit geringer, als die meisten glauben. Es ist leider in unserer Kultur so, dass die Karrierenängste im Mittelmanagement ziemlich verbreitet sind. Und da darf man keinen Fehler machen. Fehler sind nicht zum Erkennen des Fortschrittes, sondern es ist negativ zu bewerten. Da brauchen wir noch großen Kulturwandel. Ich persönlich definiere immer Ziele, die weit hinter dem liegen, was heute möglich ist, weil ich sonst nie weiß, wo die Grenze ist. Und auf dem Kulturlevel sind wir noch nicht. Und deswegen hatte ich auch keine Befürworter, sondern fast nur Bedenkenträger, die haben uns auch begleitet noch bis in die Säge hinein, auch die guten Ratschläge doch möglichst schnell wieder aufzuhören, weil wir damit die Firma Audi in den Ruin fahren würden und es ja gar nicht gehen kann aus ganz vielen auch physikalischen Gründen. Diese Argumente gab es, die haben uns begleitet. Ja, da braucht man ein sehr dickes Fell, ein sehr starkes Beharrungsvermögen und auch eine Leidensfähigkeit. Man muss belastbar sein. Aber dann ist es doch umso schöner, wenn gerade so ein Prototypentest so erfolgreich ist. Sie haben ja auch erzählt, der Audi V8 war das damals, der war ja auch ein ganz spezielles Auto dann für Sie, nämlich? Ja, es wurde der erste Prototyp tatsächlich mein Dienstwagen, den ich 5 Jahre gefahren habe. Ohne größere Schäden? Den 0 Schäden an der gesamten Karosserie. Andere Bauteile gingen kaputt, die Aluminiumkarosserie nie. Und man kann sie heute noch betrachten. Sie steht bei Audi in der Historienabteilung und wird immer wieder auch mal für besondere Anlässe dann ausgestellt. Wir haben den Tag eingangs erwähnt, der 16. August 1993. Sie sind gestartet, 1982 hatten wir gerade. Und das war dann tatsächlich 1993, also 11 Jahre später erst soweit, als Sie es präsentiert haben. Sie selber sind voller Stolz schon den Prototypen gefahren als Dienstwagen. Wie war denn die Reaktion auf Ihre Vorstellung? Kam dann Ihnen, ich sage mal, ja, die Ehre und der Ruhm zu, der es eigentlich sein müsste? Oder waren die Leute total skeptisch und haben gesagt, dieser Tim, was er sich da ausgedacht hat, also kann ich nicht verstehen? Auch hier ein sehr differenziertes Bild. Bei Presse und Öffentlichkeit in der ersten Szene eine ganz große Begeisterung. Auch auf der IAA, das rote Tuch wurde hochgehoben. Hervor kam ein hochglanzpoliertes Vollaluminiumauto. Es gab sofort ein großes Blitzlichtgewitter und Beifall.
Na, die Begeisterung war groß und die Kommentare, die dann in der Presse folgten, waren auch extrem positiv nach meiner Erinnerung. Da hieß es dann gleich die neue Generation Autos, es hieß gleich die Revolution, denn es war eine Revolution. Man darf nicht vergessen, bis zu dem Zeitpunkt lief das Entwicklungsprojekt top geheim. Ganz anders als bei den meisten Projekten. Schauen Sie heute, ich bin auch im Carbon-Geschäft sehr aktiv. Ja, die Carbon-Erscheinungen, die wir in den letzten Jahren hatten, die wurden schon jahrelang vorher angekündigt. Bei dieser Aluminium-Space-Frame-Entwicklung hatten wir ein wirklich 11 Jahre top geheimes transatlantisches Entwicklungsprojekt. Und jetzt kam dieser Augenblick zum ersten Mal, das Ergebnis 11-jähriger Pionierarbeit und Arbeit gegen viel Widerstände, es durfte gezeigt werden. Ein ganz tolles Gefühl. Also dieses Positive auf der Presseseite zu Ihrer Frage. Aber selbstverständlich die dann durch diese Erscheinung geschockten Wettbewerber im Automobilbau oder auch die vielen Stahlmanager, die davon auch keine Vorstellung hatten und diese nicht erwartet hatten, da blieb natürlich die Kritik nicht aus, da blieb natürlich auch nicht aus, dass ich viele Termine hatte danach, in denen viele Menschen das Beste für mich wollten. Das Beste hieß in dem Fall, sich schnell wieder zurückzuziehen, bevor das Ganze zum Chaos wird. Also es gab auch hier beide Seiten. Und für mich persönlich, der ich ja schon zu dem Zeitpunkt die Anlaufvorbereitungen für die Großserie betrieben habe und wusste, wie viele Probleme ich auch wirklich noch für die Großserie habe, denn das ist noch ein weiterer anderer Schritt. Der Serienanlauf ist eigentlich immer ein extrem guter Lehrmeister. Da war ich gerade in dieser Lehre, Anlaufprobleme lösen. Werden wir alle gut lösen können? Das war natürlich noch eine Herausforderung. Und wie wird der Markt dieses akzeptieren? Auch das war natürlich die Frage. Wobei Sie haben ja relativ lange gewartet, 7 Jahre zwischen dem Prototypen und dann auf den Markt bringen. Warum haben Sie so lange gewartet? War der Markt noch nicht so weit? Waren auch die Leute, die dann eventuell, wenn dann doch mal ein Unfall passieren sollte, die Werkstätten, waren die alle noch nicht so weit? Wie haben Sie diese Markteinführung auch vorbereitet? Es ist so, wie Sie sagen, waren alle noch nicht vorbereitet. Und darum hat auch Dr. Piech, das war ja der Manager, der von A bis Z hinter dieser gesamten Entwicklung stand, auch sehr mit sich gerungen hat. Wir sind eigentlich fertig, gehen wir in den Markt zum frühestmöglichen Zeitpunkt und die Entscheidung fiel auf ein Nein und dafür bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Es wäre zu früh gewesen, der Markt war nicht vorbereitet. Die Kundschaft hatte noch eine Situation, die Technologie für Automobil noch nicht als Hightech wirklich einzustufen. Kundendienst gab es auch noch keinen, der reparieren konnte. Darum, diese Wartezeit wurde extrem gut genutzt für, ja, wenn es auf gut Deutsch, Education, Vorbereitung. Auch schon viel Werbung machen, aber nicht für ein Produkt, sondern für die Technologie. Und damit es vom A8 auch etwas ablenkt, wir haben ja dann Studien zwischendurch aufgelegt, einmal den Spider, ein sehr schönes, schickes Coupé, und dann den Avus, der auch als hochglanzpoliertes Modell auch in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, den sich auch Alcoa für Präsentationen, Hauptversammlungen bei Alcoa vorstellen konnte und damit auch die eigenen Leute eben über die lange Zeit ja motiviert halten konnte. All das waren Dinge, die wir gebraucht haben, um die Leute und das Publikum, die Kunden der Zukunft eben auch vorzubereiten. Ihr dürft mit einem wirklich Hightech-Produkt, das euch viele Kundenvorteile gibt, rechnen. Und darum, die Zeit war gut angelegt. Das hat ja auch so ein bisschen das Image von Audi angehoben. Es war plötzlich Premium-Marke durch Hightech auch.
Sie haben praktisch jetzt so ein kleines Lebenswerk hinterlassen. Lehnen Sie sich jetzt zurück und sagen Sie, die Entwicklung des Leichtmetallbaus ist abgeschlossen, oder sagen Sie, da ist noch ganz viel Luft und die Zukunft wird noch ganz, ganz viel andere Möglichkeiten, Baumöglichkeiten bringen? Da ist noch ganz, ganz, ganz viel Luft. Okay. Schauen Sie, zum einen, wir hatten bis zum Erscheinen des Audi A8 auf der IAA im Regelfall einen Tiefziehstahl, ein Stahlblech. Dieses Erscheinen des ersten A8 Aluminium hat in der Stahlindustrie eine große Flut von neuen Projekten ausgelöst. Und heute haben wir ein Riesenangebot, wirklich für jede Belastungs- und Beanspruchungsart auch eine dafür besonders ausgelegte Legierung zu haben. Das hat es auf der Stahlseite ausgelöst und auch da viel Leichtbaupotenzial freigemacht. Im Aluminiumgeschäft und in der Technologie ist noch ganz, ganz viel Luft. Wir haben seit 1993 viele Fortschritte gemacht, aber noch lange nicht am Ende. Magnesium, eine nächste Alternative, die auch noch ein zusätzliches Leichtbaupotenzial hätte, ist noch ausbaufähig. Und Carbon, das, was heute nicht mehr als Hype, sondern wirklich als Trend ganz aktiv unterwegs ist, schafft weitere Ergänzungen. Deswegen, das Leichtbauportfolio wird größer und größer. Und man sollte keines zur Seite schieben von den vielen Angeboten, sondern sie so zueinander ergänzen, dass man Schwächen des einen mit Stärken des anderen ergänzt und auf diese Weise hybride Bauweisen baut und damit ganz neue Hochleistungsbauteile. Ja, und wer weiß, vielleicht heißt es dann auf der IAA 2033, was Sie hier sehen, war mal eine Brausetablette, jetzt ist es ein Auto. Man weiß es ja nicht, wie die Magnesiumforschung noch vorangeht. Herr Timm, auf jeden Fall vielen Dank, dass Sie da waren. Das war sehr, sehr spannend und schön, dass Sie uns auch teilhaben lassen an Ihren Erlebnissen damals. Und ich glaube, man kann das hier ganz gut an dieser Stelle mit dem Leichtbau abschließen. Sie haben so ein wunderschönes Zitat, denn wenn mal was benötigt wird, dann gibt es auch einen Weg. Wenn ein Bedarf da ist, dann werden auch Lösungen dafür möglich sein. Schöner kann man es nicht abschließen. Vielen Dank, dass Sie da waren, Herr Timm. Dankeschön auch für die Zeit.